Moin und willkommen zur ersten Trainerkarriere in FIFA 23 auf meinem Kanal. Ich habe ja in Insta so eine kleine Abstimmung gemacht, welches Team wir steuern sollen. Die mich in Insta da verfolgen, übrigens Link zu meinem Insta-Account unten in der Beschreibung, wissen sicherlich, welches Team wir jetzt übernehmen werden. Und ich würde sagen, man sieht es jetzt auch gleich, nachdem wir uns einen neuen Trainer erstellt haben. Wir spielen nicht mit einem realen. Genau, da würde ich sagen, nehmen wir einfach irgendeinen und den bearbeite ich da mal kurz, damit man vielleicht wenigstens ein bisschen ähnlich sieht. Und das soll ich jetzt ungefähr sein. Ich weiß nicht, ich bin sehr schlecht in sowas, aber ist auch relativ egal. Genau, so sehen wir also aus, seht ihr da rechts. Und ich würde sagen, dann geht es jetzt weiter zur Teamauswahl. Da steuern wir natürlich einen authentischen Verein, also erstellen uns keinen selber. Und das ist, wie gesagt, die mir auf Insta folgen, wissen es, wer es ist, der VfB Stuttgart. Genau, ihr könnt ja mal reinschauen, das ist jetzt ab heute oder morgen auch in meinen Highlights drin, da seht ihr, wie ich abstimmen lassen habe. Genau, ist aber nicht so wichtig, ich würde sagen, jetzt beginnen wir die Karriere mit dem VfB Stuttgart. Ich würde sagen, ja, Spielschwierigkeit Weltklasse lasse ich jetzt mal. So habe ich es auch in den WM-Modis gespielt. Halbzeitlänge 5 Minuten, Euro ist sowieso klar. Europapokal, erste Saison auf jeden Fall an, auch wenn es uns jetzt nicht betrifft. Genau, dann Übernahme natürlich nicht. Verhandlungshärte hätte ich euch auch abstimmen lassen können, aber ganz ehrlich, ich würde sagen, wir machen sie streng. Genau, und wobei, man hat manche Spieler, die ich gerne hätte, man nicht kriegen kann, aber ihr könnt ja mal reinschreiben, ob es die richtige Entscheidung war oder nicht. Genau, Nationalangebot, also Jobangebote von Nationalmannschaften würde ich auch anlassen. Und Transfers im ersten Sommer habe ich auch überlegt, ob ich die aktiviere. Aber bin ich zum Schluss gekommen, dass ich sie aktiviert lasse. Genau. Und ich würde sagen, das war's dann eigentlich auch schon mit dem ersten Teil. Und springen wir rein in die Karriere. Let's go. Meine Damen und Herren, hier ist der neue Trainer. Genau, gucken wir uns das kurz an. Die Pressekonferenz quasi vorm. Genau, davor, ich weiß nicht, ob man mich jetzt noch gut hört, wenn der andere redet, aber ist jetzt auch egal. Genau, dann Vorbereitungsturnier würde ich auf jeden Fall sagen, nehmen wir an und auch am besten das, wo wir am meisten Geld kriegen könnten. Das ist das hier für 2,6 Millionen Euro, sind ja schon gute Gegner dabei, würde ich sagen, nehmen wir an. Und dann sind wir auch schon drin in der Karriere und da fange ich jetzt mal an, dass ich euch die wichtigsten Sachen immer zeige. Genau, einmal das Team. So sieht es bisher aus. Ich würde sagen, ich gucke jetzt mal, wie ich da die bestmöglichste Aufstellung rausholen kann. Und dann schauen wir mal, wo wir auf jeden Fall noch Spieler verpflichten müssen. Ganz wichtig, das wollte ich jetzt schon mal sagen, wenn ihr irgendwelche Transfervorschläge habt, egal ob für Positionen, wo wir gerade wen brauchen, oder für irgendwelche Positionen, immer gern in die Kommentare damit. Und da mache ich auch nochmal eine Insta-Abstimmung, weil da sind wir ja noch nicht so weit. Soll ich es realistisch halten oder eher nicht? Also ich persönlich tendiere eher zu Realismus, zumindest am Anfang. Irgendwann ist es dann eh meistens unrealistisch, aber zumindest die ersten 2-3 Jahre, dass wir halt realistische Spieler holen. Genau, schreibt es einfach mal in die Kommentare und ich gucke jetzt mal, was ich mit der Mannschaft so machen kann. Und das konnte ich draus machen. Ich habe mich jetzt für ein 4-4-2 entschieden. Es ist schwierig, also Rechtsverteidiger kann man Mafropanus, auch wenn es bei Positionen steht, gar nicht, weil er minus 5 kriegt. Das heißt, er würde reingehen mit Zagadou in die Innenverteidigung und rechts dann eigentlich der Wagnermann. Das heißt, wenn wir es jetzt mal so lassen, hätten wir ja zwei schwache Positionen, finde ich. Einmal ZM und einmal RV, wobei der Wagnermann ja noch relativ jung ist, genau, der wird sich ja noch verbessern. Trotzdem bräuchten wir vor allem auf der Position zum ZM Verstärkung. Dafür würde ich sagen, gucken wir mal kurz in die, Mannschaftszentrale, weil ich einfach mal gucken will, ob wir irgendwen ausgeliehen haben oder eventuell wen zurückholen könnten. Also gut, Keeper, sind wir eh gut stehen wir eh gut da. Dann hier, die können uns auch alles selber, so wie ich es erwartet habe. Genau, also hier sehe ich jetzt niemanden gut. Den haben wir verliehen, den brauchen wir aber nicht wirklich zurückholen. Die beiden auch nicht, ihn auch nicht. Gut, gut zu wissen, unsere beiden Stürmer vom Girassi wusste ich's
und vom Thomas bis, na, wusste ich dann etwa nicht. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob wir da gleich mal ein Kaufangebot bei beiden oder bei einem von beiden stellen sollten. Hier, so viel wären sie wert, also würde uns auf jeden Fall, glaube ich, 10 Millionen kosten, einen von den beiden zu behalten. Also jetzt sofort zu verpflichten, weil ich glaube, später zu verpflichten wird es vor allem beim Thomas halt schwierig, weil der steigt jetzt im Wert. Also ich tendiere dazu, einen Thiago Thomas gleich zu verpflichten. Und ja, sonst gibt es da nichts Großartiges. Dann würde ich sagen, gucken wir mal in die Jugendzentrale. Jugendakademie meine ich natürlich. Das ordnen wir mal. Da ist eigentlich, die schmeiße ich dann später noch raus, keiner dabei, wo ich brauchen kann. Also, nee, die haben alle ein zu schlechtes Ding. Gut, ihr hättet ein vernünftiges Potenzial hier, der Hull, aber der, ja, die beiden lassen wir mal drin. Schreibt übrigens auch in die Kommentare, ob wir uns einen Jugend-, also ob wir uns einen Scout zulegen sollen. Dann natürlich ganz wichtig noch die Ziele. Ihr könnt sie euch mal selbst durchlesen. Ich glaube, muss ich jetzt nicht vorlesen. Ich guck mal, was schwierig wird. Verpflichtet zwei Schlüsselspieler und erziele in derselben Saison ein Profit von 50 Millionen. Okay, das ist nicht ganz einfach. Dann Nachwuchs, Jugendakademie. Ja, gut, das untere wird immer schwierig mit diesem, dass ich sie einsetzen muss. Verkaufe drei Spieler, wird leicht sein. Erreiche 5 Spiele ohne Niederlage in Auswärtsspielen. Müssten wir auch hinkriegen. Ist auch hohe Priorität. Bundesliga, genau, das ist wichtig. Mittelfeld, Platz belegen und DFB-Pokal-Runde der letzten 16. Ja, DFB-Pokal kommt darauf an, gegen wen wir spielen. Genau, Finanzen hatten wir schon. Und dann würde ich sagen, gucke ich jetzt mir mal so ein paar Spiele an, was potenzielle Neuzugänge wären. Und da habe ich auch einige gefunden. Ich ordne sie mal nach Position und würde aber sagen, ich zeige sie euch erst, wenn die alle gescoutet sind. Wie gesagt, ich habe jetzt alle, ja genau, einen Scouting-Auftrag gestartet und ich würde sagen, genau, ich zeige euch dann einfach mal, wenn die fertig gescoutet sind. Jetzt gucken wir noch kurz die Nachrichten uns an. Ja, gut, ich glaube, es sind jetzt nicht viele dabei. Also dieses, ja genau, das ganz normale Vorstand, der die ersten Scouting-Berichte, ja, lösche ich jetzt mal, schaue ich mir an, gucke dann, falls welche dabei, wenn die mir zusagen. Genau, jetzt auch noch wichtig, schreibt in die Kommentare, wie wir das mit den Trainingstagen machen sollen. Also ich würde sagen, immer simulieren, ist klar, und auch schnell simulieren, aber soll ich am Anfang einfach mal ein paar Trainings spielen, damit die Trainings immer besser werden? Also ich glaube, das mache ich jetzt, natürlich, das zeige ich euch nicht, aber das mache ich, denke ich mal so. Solltet ihr das anders wollen, in die Kommentare damit. Hier sieht man schon, Paolo Dybala ist nach Rom gegangen, aber das war ja ein Transfer, der in echt auch stattgefunden hat. Und ich würde sagen, dann gucken wir jetzt einfach vielleicht mal zum ersten Vorbereitungsspiel schon hin. Davor meldet sich kurz der Nationaltrainer. Ja gut, wenn es interessiert, vielleicht kann er Pause drücken, aber ich glaube, das ist nicht wirklich relevant. Jetzt kommt noch was sehr Relevantes, die Scoutings sind da. Wie gesagt, die Keeper sind jetzt einfach mal nur so drauf, schreibt es aber in die Kommentare, wenn ihr darauf schon wollt, dass wir jetzt wen verpflichten. Gehen wir es aber jetzt mal durch, wo wir wirklich wen brauchen. Ich sage gar nicht immer viel zu den Spielern, ich sage nur, wenn sie meiner Meinung nach sehr interessant sind. Und das ist auch gleich der erste, der Arnau Martinez, wäre ein Rechtsverteidiger, könnte ich sicher auch auf, jetzt noch Rechtsaußenverteidiger, auf normalen Rechtsverteidiger trainieren. Ja, Marktwert, wie gesagt, ich weiß nicht, wer von euch FIFA-Karrieremodus schon spielt. Man kann ja wirklich die Transfers, also Marktwert hat der hier einen Marktwert von 6,5. Und den kann man, wenn man sich bemüht, sogar für 5 Millionen kriegen. Klappt nicht immer, aber meistens. Genau, dann Josip Stanisic, eigentlich der interessanteste in meinen Augen. Genau, weil er vor allem auch ein bisschen billiger ist, weil er schon auch älter ist. Aber trotzdem noch eine 72, ganz gut hat, einen ordentlichen Gesamtcheck hat. Gucken wir es mal durch. Genau, drückt einfach Pause, wenn euch ein Spieler mehr interessiert. Der Skelly, auch noch einer, der mir sehr zusagt. Der Collins ebenfalls, aber gut, ich sehe gerade, der wechselt gar nicht, das ist der keine Option. Dann der Luca Netz, auch einer der, oder fast der mir am meisten, der mich am meisten interessiert, so rum, ja. Luca Netz von Gladbach würde uns sicher, also der glaube ich kostet schon so um die 6, müssten wir rausrücken.
Dann habe ich jetzt auch mal hier ein paar Spieler auf die Transferliste, wo wir einfach eventuell verpflichten könnten, weil wir haben zwar gute Flügelspieler, aber da bräuchten wir, glaube ich, einfach noch wen auch als Backup bzw. zum Rotieren. Hier einmal Nico Williams, sehr interessanter Bruder von Inaki Williams, auch in der WM bei Ghana hat er mir relativ gut gefallen. Bei Spanien, genau. Dann der Gabriel Veron, gut, der ist eh nicht zu haben. Kubo, auch nicht, schade, ich habe es mir, wie gesagt, selber noch nicht angeguckt. Der habe ich beim Scouting sehr gedacht, dass der wäre einer wäre, aber leider auch nicht. Ich guck mal, ja, bisschen zu okay. Der Busio, jetzt fürs ZM, weil da brauchen wir wirklich auch noch wen. Da haben wir aktuell nur einen 69er. Genau. Sicher auch 6 bis 7 Millionen müssen wir für den auf den Tisch legen. Aber wäre eine gute Option hier. Den kriegen wir wieder nicht. Für ihn müssten wir sehr viel blechen, aber er natürlich auch mit 18 Jahren, eine 75, sehr stark. Ja, er interessiert mich auch sehr, der Zalewski. Na klar, Matthäus Tell wäre einer meiner Wunschspieler, einfach so, der mit aufgebaut wird bei Stuttgart, aber ich weiß nicht, wie realistisch das ist. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare, ob ich eine realistische oder eher unrealistische Karriere machen soll oder auch einfach so mittendurch, also realistisch halten und Spieler wie Matthäus Tell trotzdem verpflichten. Einfach ab in die Kommentare. Ich glaube, in der ersten Folge werde ich jetzt niemanden verpflichten, weil ich will schon, dass ihr da gut mitentscheiden könnt, solange es genug Kommentare gibt, sonst muss ich natürlich selbst entscheiden. Yusufa Moukoko, den habe ich jetzt eher nur zum Spaß drauf, weil der wäre natürlich sehr unrealistisch. Wir würden ihn auf jeden Fall kriegen, keine Frage, aber wäre ein echt geiler Spieler. Dann der Schuh, ja gut, Rutter. Jorginho Rutter wäre natürlich auch jemand, den ich sehr gern hätte. Vor allem, dann hätten wir jetzt schon einen Stürmer, der uns gehört. Aber wir haben ja zwei Stürmer eigentlich. Ja, hier Ryan Cherki auf links Mittelfeld umtrainieren dann. Das ist, glaube ich, fast mein Lieblingswunschspieler, was die Flügel angeht. Ja, sonst, und das, da sind wir jetzt auch schon durch. Ich zeige euch noch kurz, ja, noch so ein paar Werte. Wie gesagt, stoppt einfach, wenn es euch interessiert. Er hat einen guten Antritt. Also mich persönlich interessiert der Antritt immer sehr. Ja, ich muss nicht viel dazu sagen. Also er würde mich auch sehr interessieren. Der Susic, den kann ich sicher auch auf ZM umtrainieren. Aber gut. Ja, der vom AS Rom, da müsste ich natürlich, wie gesagt, viel blechen. Aber gut, ich rede jetzt hier relativ lang für die Spieler. Da sind wir einer meiner Wunschspieler eigentlich, aber ist momentan ausgeliehen. Boah, Solari hat der einen Antritt. Genauso wie er hier. Also ich glaube, ihn werden wir auf jeden Fall verpflichten. Ach, geht er nicht. Gut kurz los gewesen, aber ja, wie gesagt, ich glaube, der Nico Williams wäre schon eine verdammte Granate, die wir da holen würden. Also, ich mache auch, glaube ich, Insta-Abstimmungen und da wird der auf jeden Fall auch Part davon sein. Ja gut, ich glaube, bei den Verteidigern, ja gut, ich gehe jetzt kurz den Antritt durch. Könnt ihr auch einfach skippen. Hier ist Sanchez auch einen guten Antritt. Bitte. Und könnten wir sogar verpflichten? Eine 70, gut, Wagnermann eine 71, wäre dann nicht so ratsam. Ja, genau. Aber wie gesagt, würde ich sagen, schreibt das einfach in die Kommentare. Und ich würde sagen, bevor ich jetzt noch ewig rumlabere, das war's mit dem Video. Sonst wird es noch zu lang. Ganz kurz, als letztes gucken wir noch auf den Kalender. Ich hatte es immer vor, so monateweise zu simulieren. Klar, in dem Monat geht es jetzt nicht ganz. Ich würde sagen, und auch in der Transferphase dauert es immer viel länger, dann mache ich es noch anders. Im nächsten Video wird auf jeden Fall das Video behandelt. Da werde ich auch immer Schnellsimulationen machen. Und genau, kurz noch zur Erklärung. Bundesliga werde ich, wie gesagt, immer ein oder zwei Monate spielen. Müsst ihr mir in die Kommentare dann schreiben. Und den Rest werde ich entweder schnell simulieren, kommt darauf an, wie interessant es immer ist, oder auch mal in der Simulation so durchlaufen lassen, wo ihr halt dann die Highlights, beziehungsweise die Highlights gibt es bei der Simulation nicht wirklich, die Tore seht, wo auch ganz schnell geht. Genau, ich würde aber sagen, jetzt war es das wirklich. Wie gesagt, denkt dran, bitte schreibt mir das in die Kommentare, sonst entscheide ich das einfach selber. Oder schaut auch auf Insta vorbei. Und ich würde sagen,
Oh, hier schon der erste Wechsel von Real Sociedad. Munir verlässt die Bundesliga, aber wie gesagt, komplett egal jetzt. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Rechts oben könnt ihr mich ganz kostenlos abonnieren. Links oben findet ihr die WM-Playlist, wo ich ja die ganze WM selbst gespielt habe bzw. simuliert habe. Genau. Jetzt aber nochmal danke fürs Zuschauen. Ciao.